Migration, Israel Abtreibung. Bei der TV-Debatte zwischen dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris geht es hoch her. Die Regeln beim TV-Duell sollten verhindern, dass sich die Debattierenden gegenseitig unterbrechen. Sie halten Harris aber nicht davon ab, ihren republikanischen Konkurrenten immer wieder scharf zu attackieren. Unter anderem wirft sie ihm vor, ein notorischer Lügner zu sein, die Wahlniederlage 2020 nie verwunden zu haben und seine Anhänger bei Wahlkampfauftritten zu langweilen. Trump wiederum hält der US-Vizepräsidentin unter anderem die zwischenzeitlich hohe Inflation vor. Zum Ende der Debatte wirft er Harris vor, sie hätte alle ihre Vorschläge bereits umsetzen können, schließlich sei sie seit 3,5 Jahren im Amt. Wenn Harris spricht, blickt Trump meist zu Boden, lässt sich aber ansonsten wenig anmerken. Harris wiederum wendet sich ihrem Rivalen zu, wenn Trump an der Reihe ist. Bei Attacken des Republikaners wirkt sie erstaunt und verwundert. Besonders bizarr wird es, als Trump Einwanderern aus Haiti unterstellt, sie würden in der Stadt Springfield Katzen und Hunde stehlen, um sie anschließend zu essen. Als die Moderatoren Trump mit Stellungnahmen der Behörden konfrontieren, wonach es keine Hinweise auf solche Praktiken gäbe, erklärt Trump, er habe das aber im Fernsehen gesehen. Im außenpolitischen Teil der Debatte will Trump offenbar mit einer Äußerung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán punkten. Dieser habe Trumps Stärke besonders im Umgang mit China gelobt. China, Russland und Nordkorea, alle hätten Angst vor Trump, habe Orbán gesagt. Harris nutzt die Anmerkung zum Gegenangriff und sagt, Trump habe eine Schwäche für Autokraten. Diese wiederum könnten ihren Rivalen leicht mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten einwickeln.